Spaziergängen jetzt durch, wie wir die Geschwindigkeit richtig kalibrieren. Es ist einfach notwendig, alle Jahr oder zwei Jahre mal die Geschwindigkeit zu kontrollieren, weil einfach der Reifenabrieb trotzdem da ist und sich die Geschwindigkeit verändert, was auch dann unsere Ausbringmenge verändert. Dazu gehen wir auf Menü, Maschineneinstellungen, Traktor kmh, wo wir dann die einzelnen Fahrgeschwindigkeiten auswählen können, zum Beispiel ein normaler Traktor, der Traktor mit Pflegerädern und ein zweiter Traktor. Wir werden jetzt einen Traktor neu anlegen, dazu neu kalibrieren. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, dass wir manuell die Impulse eingeben, wenn wir es wissen, oder wir machen eine 100 Meter Kalibrierung. Dazu drückt man die Tasten 100 Meter und dann sagt er uns Start- und Zielposition. Wir messen unsere Strecken aus, was wir bereits gemacht haben, und stellen uns auf die Startposition. Bei der Startposition drücken wir Start und der Traktor beginnt die Impulse zum Zählen. Wichtig ist, dass man eine konstante Geschwindigkeit fährt, nicht über 10 km/h. So, beim Erreichen der Zielposition bleiben wir stehen und drücken die Zielflagge. Wir haben jetzt 12.844 Impulse, was so eigentlich passt. Dann können wir uns den Namen abspeichern, dass wir wieder wissen, welcher Traktor das ist. Somit haben wir den Traktor jetzt neu kalibriert.